Servus, Zed! I knew it. It really feels like I'm being watched. Na dann schau dir diesmal an! Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Mermaid Swamp hier dran. Und ich schaue im letzten Teil, wir haben allerlei herausgefunden, anscheinend über die Vergangenheit von Tsuchida und den Leuten, die hier gelebt haben mit seiner, ich vermute mal jetzt, toten Ex-Frau und seinen Kindern. Und wir haben auch Feuerholz gefunden, um den Raum von der Yuko zu erwärmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung wird. Deshalb habe ich einen Sicherheitssafe gemacht, ja, dass wenn irgendwas Schlimmes jetzt passieren sollte, ich das wieder gut machen kann. Ich möchte nämlich versuchen, das gute Ende zu kriegen. Und nun schauen wir bei der Menschen vorbei, ob wir eine Karte finden. It's locked. Okay. Habe ich, was für Items habe ich? Unterlagen, eine Laterne und ein Feuerzeug. Okay. An old motorboat. It's on top of a pushable cart. Das kann man sich ja bewegen, oder? Moment. It's locked with passcode. Ich weiß es doch. 19. 27. Und der Monat war der August. Klick. Bada bim, bada bum, bada bam. Ich weiß, Safe 3 war beim Feuerholz. Das ist spooky. A dirty toilet. It's filled with murky water. Oh, ich sehe was glitzern. The tub is filled with dirty water. Aber da ist doch was. Is there something in the water? It's super dark. Too spooky for me. I'll take a look tomorrow. An old two-tank washing machine. Also, das ist auch interessant, dass es anscheinend Nachtzeiten gibt und Tagzeiten. Was ist das? Was liegt da? A fallen vase. It seems it used to be on the table. Heb es auf! A table. A goldfish bowl. It's filled with dirty water. Das ist ja überall. A bookcase has old storybooks, babybooks and textbooks. Also war das vielleicht das frühere Zuhause der Familie? It looks like a child's diary. Ein Tagebuch vom Kind. Father showed me something great today. It was colorful and beautiful. Father said he'd give it to me someday. Ach, I can't wait. Father told me that no one but him could possess the key to that room. He stated a duplicate was hidden in his pillow. But he said I would soon be found out if I took it. And I must do as father commands. I found something of a pretty red color. I know not what it is. I decorated a fish tank with it. The fish seem to enjoy it as well. Damn, what the hell? Feels like someone's watching sometimes. Ew. Ich mag das überhaupt nicht. Kid Strongs don't dare enter. Also, in seinem Kopfkissen ist der Schlüssel versteckt für den Raum, den nur er betreten soll. An old piano, it's covered in dust. Fang bloß nicht an zu spielen! There's an ashtray on the table. Gee, meine Güte, es ist nur der heulende Wind, aber trotzdem ist es schon so viel Stimmung hier. Was ist das? Platsch. Ja, I'm slipping. What's making it all sludgy? Swamp water? I can't climb that. But now I should look up there. Be nice if I could wipe up this sludge. Was ist da anything good for cleaning around? Ah. Ich erinnere mich, dass im Anwesen waren doch Utensilien zum Putzen, oder? Daran kann ich mich erinnern.
So, ich schau mal, wie es der Yuka geht. Ob die noch atmet, ob die noch lebendig ist. Also im Moment ist nix. Wer weiß, vielleicht ist es aber auch gut. Vielleicht ist es ja auch gut. Muss ich testen. Hier war was. The cleaning implements in the right side. Jawohl! Oh, a mob. Maybe I could clean the old mansion stairs and go up? It's totally dark, so maybe not now. I'll do it tomorrow. Ernsthaft? Nur weil es dunkel ist, gehst du jetzt nicht dahin. Na gut, wenn du meinst. Wenn du meinst, wie du meinst. Ha. Gut, ich weiß also, was ich da zu tun habe. Da war das. Was ist da hinten? Hm. It's boarded shut with nailed planks. Also es sieht wirklich aus wie ein altes Zuhause. Wahrscheinlich von der Familie, die hier gelebt hat. Und als seine Familie ihn verlassen hat, ist er wahrscheinlich in das große Anwesen rübergegangen. Aber wieso? Oder hat dort auch jemand gelebt? War das sowas wie ein Urlaubshaus? Zum Vermieten? A stove and kitchen counter. It's filthy. A dirty sink. There's a door, but it won't open. Ach, das ist die zugenagelte Tür. Aber wieso? Wenn man doch auch hier reingehen kann. A spring-based clock. Moment. In einem Tagebucheintrag hieß es, die eine Uhr würde nicht funktionieren. Wurde vielleicht eine Uhr hier drin gemeint? Könnte das sein? There's an old poster on the wall. Wisdom of the servant, die Weisheit des Dieners. Always remain devoted to your master. Do not speak too much. Do not walk around carelessly. Do not enter the boiler room. Also sei immer untertänig deinem Meister. Rede nicht zu viel. Laufe nicht einfach so rum. Betrete nicht den Boilerraum? Was ist im Boilerraum? Außer dem Boiler. Was ist da? A Japanese-style bureau. It's caught on something and won't open. The screen is slightly ajar. The head is caught on. Might be able to open it with some kind of stick. It won't open. Okay. Brauchst einen Stick. Hey. Juhu. Whee. Wahoo. Okay, also hoch komme ich nicht ohne den Mob und sie will ja nicht in der Nacht putzen. Verständlich. Was haben wir hier? Oh, Glitzer, Glitzer. Eine Axt. Soll ich da aufpassen? Nicht, dass du runterfällt. In old fireplace, there's an axe hanging above it. Oh, seems like the floor in this fireplace really creaky. Can it move? Hing! A hidden room? There's a ladder, but it don't go all the way. I'd rather not go unless I know how deep it is. Maybe if I hang a rope down? But I don't have a stake to tie it to, or a hammer. So what can I do? An old fireplace, there's an axe hanging above it. With a rope and a stake, I could descend here. A hammer or something would be nice too. Also im Moment habe ich nichts Passendes. Wer flüstert da? What was that? Did it come from the window? Bleib da weg! Nö! Nö! Bleib weg! Hä? What's that? What was that in the swamp? Can't see a thing now. Maybe I'll go take a look. Tu das nicht! The swamp can be seen out the window. Oh Jesus, nein! Die Neugier ist das Katze tot! Ich vermute, die Utensilien, die ich brauche, finde ich im Schuppen, den ich aufmachen muss. Was ist da? Yeah, cause there's nobody here. It's dark. I must have misseen something. Wirklich? Bitte! What you doing here? Yuta! Don't freaking do that! I asked you what you're doing. There wasn't any map, so I searched the other mansion. And you? Why are you outside? I took a little rest and went back to looking. I was going to the old mansion myself. Alright, I'll go with you then. Two heads are better for the... You shouldn't come. Go back to your room. Huh? I shouldn't what? Like hell I'm not going.
I wanna get Yuka to a hospital. I told you to go to your room. Are you refusing me? Alright, already. I'll be calling it a day then. Is that what you wanted to hear? Yes, thank you. I searched the old mansion high and low. If I don't find it, you can help tomorrow. Well, good night. Was ist denn den denn gefahren? Good night. Oh. What's the deal with that jerk off? Staring at paintings all day and acting all haughty now when he couldn't find a hay in a haystack? Well, he better be serious about finding that map. I'll go to my room and rest. Jesus. Oh, Jesus, criminy. Also, ich glaube, genauso wie etwas in die Yuka gefahren ist, genauso ist auch etwas in ihn gefahren. Ich weiß nicht, was es ist, aber das gefällt mir nicht. Der hat eine ganz andere, seine ganze Persönlichkeit ist anders. Der ist so richtig aggressiv. Ha. Gut, ab ins Nimmerlein. Morgen ist ein neuer Tag. Man, my legs killing me. I gotta go get some rest. Und der nächste dunkle Traum. Sag ich doch, ich hör's schon pluppern. Wow. Hm? Eine Vision aus der Vergangenheit. Hä? Oder ein Blick. Chio, why are you crying? I feel bad for the fishy fish, all locked up and sad. I tell on you to father. Hey, let's go to grandma. Grandma? To grandma? Yeah, let's ask her about the fishy fish. Also, ich meinte sie mit dem, ich rede mit dem Vater drüber, die sollt, ach, das war das Bild, was wir gesehen haben, das war die Großmutter und sie meinte, sie sollen mit dem Vater drüber reden. Also, das ist jetzt die Großmutter, oder? And so the mermaid grew ugly and ugly and eventually died. Grandma, is the fishy fish mad? Mad indeed. Perhaps hateful enough to kill. Ui. Are we gonna be killed, Grandma? Sie sind ertrunken, oder? Ist das der Zorn der Meerjungfrau? No, not you. Because the mermaid fears us. Fears the people of this house. Warum nur die Leute aus dem Haus? But outsiders, no. Outsiders will suffer her curse. That is why no outsiders may come to this house. Na, dankeschön, Herr Tsuchida. Dankeschön, dass Sie uns das hier verschwiegen haben, dass wohl Außenseiter nicht in diesem Haus bleiben sollen. Ah! It happened again. A dream in the water. The mansion was filled with water. What's with those breads and their grandma? And what mermaid? Like, the one in that legend? Ugh, I'm being ridiculous. That couldn't be. I'm just tired and having weird dreams. Komische Träume? Okay, eine Sache, aber so präzise Träume. Das kann doch kein Zufall sein. I'm hungry. I'll go check on Yuka first. And ask later about what to do for food. Oh, Backe. Jetzt bin ich gespannt, ob es der Yuka gut geht. Yuta? Why did he come out of Yuka's room? Yuka? I feel like she's looking a little less pale. Thank goodness. Ich höre nichts mehr kluckern. Lebt sie noch? Hallo? Yuta, geht's dir gut? Yuta, something's definitely weird with him. Especially that stuff yesterday. But I leave it for now. Na, Saito! Eggs and Bakey! Hey, wake up! Early to bed! Make me breakfast, for I am hungry! Was? Hey! Morning, Rin. Gosh, morning already? So much for a nap. I totally crashed.
All right, I'll get breakfast ready. You help too, Yama Monkey. Ach komm, was ich lieb, das neckt sich, oder? Was haben die denn da? Frühstücksflocken? Oh man, to think the fridge is already empty. We'll have to survive on snacks, I guess. Hm, was sagt die Zeit? Also, hab noch Zeit, okay. Yeah. You sound kinda gloomy. You tired? Well, gee, maybe it's cause my friends got some crazy disease? Add in yesterday and you better believe I'm tired. Having bad dreams too. I know how you feel, but that's not getting us anywhere. We gotta find a map, then get Yuka to a hospital. So perk up already. Hey, ain't Yuta gonna eat? Oh yeah, he said he wasn't hungry. He doesn't look so hot either. Huh. Interessant, dass die Yuka und der Yuta anscheinend befallen sind von diesem Fluch, aber die beiden sind verschont, hä? Let's start the search after we eat. I check here so you handle the old mansion. Also ich soll hier suchen und er sucht in der alten Anwesen. Okay. Wie du meinst. Yuka? Geht's dir gut? Hallo? Ich mach mir wirklich Sorgen um die Yuka. Yuta? Geht's dir gut? Hallösche? Hm. Shells. Ich schau mich mal nochmal in dem Raum oben um. Ob sich da was verändert hat. Weil jetzt ist ja Tag. Ob ich vielleicht immer noch hier weinen höre? Hallo? My wounds have yet to heal. Saiko Kawamoto, nichts Neues. Nothing inside. Keine weinenden Stimmen. Alles tutti frutti. Hier vielleicht was? Buschke. Futons are stored inside. Suitcases and other things are stored inside. Okay. Vielleicht finde ich hier was Neues. A large bookcase with many books. There's a poetry anthology on the desk. Das habe ich ja schon gelesen. Another ashtray on the desk. Also hier habe ich mich ja überall schon umgesehen. Also was soll es hier noch Neues zu finden geben? Das habe ich ja auch gefunden. Das Loch sollte ich wieder zumachen, bevor da jemand reinstolpert. Vielleicht im Zimmer, wo ich den Traum hatte? Also es ist definitiv, ja, die Bilder habe ich ja schon angesprochen. Das sind wohl die Sichtweisen von den Kindern über die Meerjungfrau. Das eine ist wahrscheinlich eher traurig oder negativ behaftet und das andere ist schön. Sie sind da, wenn sie schafft, machen sie das irgendwie in der Hand. Wir wissen schon, von hier sie machen was sie key. Okay, das habe ich ja herausgefunden. Alles tutti frutti. Ich glaube, ich habe hier alles getan, was ich tun konnte. Ich kann den Mob jetzt mitnehmen und zum Saitaro gehen. Sehr cleaning implements in the right side. Got him up! Jawohl! Dann gehen wir mal und helfen Saitaro. So, dann gehe ich mal nach links. Ja, hui. Items und Mob. Los, mobben wir mal ein bisschen. Flitsch, flatsch. Oh, that should do it. Phew, I'm beat. Ich glaube, die andere Seite mache ich auch gleich. Es kann ja sein, dass wir da auch hin müssen. Oder lang müssen. Daher. Sicher ist sicher. Flitsch, flatsch, flitsch, flatsch. So. What a sad state of affairs. Mopping up goop in a ruined house. Sir. Einer muss es hier machen! Nee. It's locked? Sind das Haare oder ist es ein Riss? Noch mehr. A fish tank. The water inside is murky. Reach inside? Warum? Blop. There's nothing inside. Soll da was drin sein? A fish tank embedded in the wall. The water inside is murky. Soll denn einem davon was drin sein? Und wieso? There's a big hole in front of the door. Okay, das ist ein Loch. The hell was that? I knew it. It really feels like I'm being watched. Na dann schau dir diesmal an!
Ich hoffe, dir gefällt die Sicht. Meine Fresse. Wer beobachtet mich? Wer? Ja, wer? Also in einem der Fischtanks ist was, aber ich will jetzt nicht in jeden reingreifen, nicht, dass ich mir irgendwie was zuziehe. Glitzer, Glitzer. Hm, I feel something hard in the pillow. Der Schlüssel. What is it? Too bad, but even I can't tear open a pillow. If I had something to cut it with. Hm. Ist es nicht mit Knöpfen oder so zugemacht? Also so sind, oder mit dem Reißverschluss, so ist es zumindest bei mir. Oh, was haben wir da? Was haben wir denn da? Books are stacked on the table. The top one is a flower encyclopedia. Ein Blumenbuch? It's got a couple tags in it. Plum. Family Rosaceae. Genus Prunus. Bloom February to April. Season Spring Colors White, Pink, Red. Moment. Es hieß, das Mädchen hat was Roses gefunden und hat damit den Fischtank dekoriert. Lass mich raten, das ist eine giftige Pflanze. Came from China to Japan via the Korean Peninsula. The Anthology Manyushu mentions it in over 100 poems, so it was being grown as early as the Nara period. It is cultivated differently for different purposes. Flowering plums are regarded for their beautiful flowers and fruit plums. Ah, plums, das sind doch die Pfirsiche, oder? Ach so, nichts Giftiges. They're medically useful and edible fruit. Aha, related info. May you plum rain. A rainy season lasting from May to September. Amethyssen, a light red like overlapping crimson plum, pleasant. Spiderwort. Aha. Tsuyugusa Dewgrass is supposedly named for houses that bloom in the morning wilt by noon. There are 180 types worldwide, 5 native to Japan. Its blue flowers are used for food. Camelina communis var. Hortensis is grown for pains and dried Camelina communis L. Has anti-diarrhea and anti-fever properties. Oh, damit kann man also Medizin machen. Related info also called Tsukikusa, Kirigusa, Hotarugusa, Bujibana or Awahana in Japan. Spiderwort colored a pale bright blue associated with its flowers. Ah. Soll ich mir das alles merken oder soll ich es mir aufschreiben, weil ich später die Blumen brauche? Besides cultivation as a garden tree, it is also edible. The fruit develops from the receptacle when it ripens in autumn. The hard exterior irregularly splits and juicy red fruits appear. It prefers well-lit places. It can sometimes take up to 10 years to bear fruit. Grown worldwide, it's especially famous in Turkey and the Middle East. Related info symbolizes reproduction and harvest due to Greek mythology. Pomegranate colored a deep crimson red like a pomegranate fruit. Gardenia. Das ist doch die Pflanze, die man anderen als Dankeschön bringt, oder? Blooms large white flowers with a strong aroma and bears orange red fruit in autumn. This fruit is used for yellow dyes as well in Chinese medicine. When it ripens, it does not split. The Japanese name Kushinashi no mouth comes from this fact. A dried fruit has many uses, medical and otherwise. Most gardenias planted for flowering are gardenia jasminoid, gardenia colored yellow with red tine as if that by the fruit. Wie viel steht da noch? Das war die letzte. Dann lese ich das nochmal durch, wenn ich ja alles... Das Wisteria, a vine-like flowering plant with long-hanging inflorescences. It has many cultivars and is currently grown all around the world. The inflorescences drop far down, reaching lengths of 20 to 80 centimeters. The flowers are used in foods like tempura and like other vine-like plants. The dried stalks can be used for furniture. Related info, Wisteria trellises are common in parks and are often used for shade. Wisteria colored violet with a faint blueness. So, jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer, was Pflanzen angeht. Und hier würde ich erstmal, meine Damen und Herren, den Part beenden. Also, irgendwas ist mit dem Yuta überhaupt nicht in Ordnung. Ist er wirklich nur down wegen der Yuka oder ist er vielleicht besessen von dem Geist, der auch der Yuka das angetan hat? Und die Yirin, die fühlt sich beobachtet. Die fühlt sich sowas von beobachtet. Ah. For now, slight relief, good strength, don't dare enter, second floor, Garden of Delights. Ach, das war wahrscheinlich für das Achievement, hä? Eieiei.
es wird wirklich spannend. Also es ist auf jeden Fall spannend. Werden wir der Yuka helfen können? Warum sind nur sie und anscheinend der Yuta betroffen, nicht der Saitaro und die Rin? Sind die vielleicht Nachfahren von irgendjemandem? Und wirklich, dass uns der Tsuchida nicht gewarnt hat, dass da keine Außenstehenden in dem Haus leben sollen, hä? Keine Außenseiter. Dass die vom Fluch befallen werden, oder hat er sich gedacht, pff, der stimmt schon nicht. Aber vielleicht ist genau das aus seiner Familie passiert, wer weiß. Weil sie nicht aus seiner Familie stammen. Das ist es. Der Tsuchida ist vielleicht ein Nachfahre von diesem Prinzen, der die Meerjungfrau entführt hat, ja, oder entführt hat, zu sich genommen hat, und weil seine Frau und die Kinder halt nicht von seinem Blut waren, wurden sie vom Fluch erfasst. Liege ich richtig? Wir werden es sehen. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Mermaid Swarm gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann, ihr 93 Jovo. I love the Nathaniel. Tschüss. Goodbye.